Einen wunderschönen guten Morgen. Ich lese EUR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis aus dem Ewald von Kleist Verlag. Das ist dieses Buch und im Kapitel oder in Lektion 21, die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit, bin ich angekommen bei Fall 106, die Fünftelregelung. Gesetzt im Fall, der Veräußerer erfüllt die Voraussetzungen des Beschluss 16 Absatz 4 Einkommensteuergesetzes nicht, gibt es dennoch eine Vergünstigung? Ja, denn es handelt sich bei Veräußerungsgewinnen um außerordentliche Einkünfte. Und für diese außerordentlichen Einkünfte ist eine sonstige Tarifermäßigung vorgesehen. Die sogenannte Fünftelregelung, das ist in Klammern Beschluss 34 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, Klammer zu. Was ist genau darunter zu verstehen? Es wird die Steuerbelastung des Einkommens ohne Veräußerungsgewinn ermittelt, in Klammern zum Beispiel Einkommensteuer 25.000 Euro. 20%, in Klammern ein Fünftel des Veräußerungsgewinns, wird dem Einkommen hinzuaddiert. Diese Steuerbelastung wird ermittelt. Zum Beispiel 27.500 Euro. Das ist Steuerbelastung mit 20% des Veräußerungsgewinns und minus Steuerbelastung ohne Veräußerungsgewinn. Und dann gibt es eine Differenz von 2.500. Diese wird mit 5 multipliziert, da nur ein Fünftel des Gewinns angesetzt wurde. Das sind 12.500 Euro. Für den Veräußerungsgewinn gibt es also eine Steuerbelastung von 12.500 Euro. Insgesamt sind somit 37.500 Euro zu bezahlen. So. Es geht dann weiter mit Fall 107, die Betriebsaufgabe. So.